hier bei lebendigem Leibe das Herz heraus. Ich will sie schreien hören. Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Dass Samael dieses Ding haben will, es trotzt vor Macht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Herz des Auserwählten. Samael benötigt diesen Gegenstand voll mächtiger magischer Energie, um Zugang zum schwarzen Thron zu haben. Wir haben gerade irgendeinen Erfolg bekommen, konnte ich leider nicht lesen. Und ein Lebensstein. Nice. Das ist ja echt wie bei Zelda, yeah. Weißt du? Ein Lebensstein an einem Bosskampf, dicken, fetten Teleporter in der Mitte. Und wechsel mal. Sehr geil. Jetzt taucht er auf. Achtung. Oder auch nicht? Tragisch. Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Sprich Klartext, Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samael wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. Der sah gerade ein bisschen angepisst aus, als er das nicht nehmen durfte. Aber er hat gesagt, er will es nur sehen. Deal ist Deal. Also, dieses uralte Netzwerk von Faden zieht sich durch die ganze Welt und darüber hinaus. Suchen Sie eine Vulgrim-Position auf, um darum... schnell reisen. Jetzt habe ich das auch verstanden. okay. Schlangenloch. Also, ich weiß zum Beispiel... Was gibt's denn hier? Ups. Das ist die Kathedrale. Was ist das hier hinten für ein Gebiet? Random. Ich würde ganz gerne mal gerade gucken. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Und zwar der Galgenturm, überschwemmter Pass, das Becken, eisernes Dach, Asche, was sind es? Ja, 1000, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da sind wir nur 8. Aber, also hier überschwemmter Pass, das Becken, eisernes Dach, solche Geschichten, so, da sind wir wieder. Haben wir hier was davon? Nein, haben wir nicht. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen zur Kreuzung und laufen dann da hoch. Da haben wir offensichtlich keine Position. Das ist die Welt zwischen der Welt. Das ist da, wo unser Kollege ursprünglich herkommt, oder was? Irgendwie zwischen den Welten gefangen? War der Mann ein Mensch vielleicht? Oh, vielleicht erfahren wir im dritten Teil ein bisschen mehr über die Nephilim. Weil es heißt ja, es sind quasi ein Bund zwischen Engeln und Dämonen. Aber wenn unser Kollege weder aus der weißen Stadt noch aus den Höllentoren kommt oder Höllenlanden, was ist er dann? Er sieht auch, ehrlich gesagt, vom Aussehen hätte ich beinahe gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, ein Engel, aber ich sag mal, er hat ein...
relativ humanoides Aussehen, dennoch definitiv kein Engel. Also er ist irgendwas Finsteres, aber auch kein Ding. Halb-halb vielleicht? Mich gar nicht wundern. Die Kreuzung. Moment, an der Kreuzung gab's, glaube ich, so ein Ding. Du hast Tiamat besiegt, nicht wahr? Der Zerstörer. So in etwa, ja. Bist denn du? Kommen wir da hoch? Oder was brauchen. Ah, ich glaube. Kommen wir da vielleicht nur mit diesem Enterhaken-Ding hoch? Was ist denn das da oben überhaupt? Dem Schatten, der da aus der Truhe kommt, nachzuurteilen. Oh, guck mal, was da oben ist. Warum leuchtet wieder so ein goldenes Teil? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber dem Wirbel an der Kiste nachzuurteilen, ist es hier so ein. So eine Kiste für so maximale Gesundheit und so Geschichten. Können wir mit dem irgendwas hier die Artefakte tauschen? Das ist sehr gut. Fluch der Schredder. Was ist denn das hier? Generiert auf natürliche Weise mit der Zeit Zorn. Das brauchen wir. Das brauchen wir definitiv. Jetzt haben wir noch können wir nichts mehr kaufen. Müssen wir. Ich guck gerade nochmal. Müssen wir das ausgerüstet haben? Wir sind ja Level 2 schon. Oh, wir sind der Shit. Abgrundrüstung. Ich will es. Ich will es. Die habe ich nie gefunden. Nie. Also auch damals nicht. Weil da. Ich habe das durch. Da war ich vor 10 Jahren. Moment. Sorry nochmal für die klitzekleine Unterbrechung. Release. Darksiders. Für die 360. 5. Januar 2010. Also Januar 2010. Das ist mittlerweile über 8 Jahre her. Das heißt, heute vor genau mehr als 8 Jahren. Das heißt, ich hatte dieses Jahr noch nicht Geburtstag. Das heißt, ich war da 15, als es rauskam. Das heißt, theoretisch. Warte mal, wie viele Jahre waren das? Jetzt muss ich gerade nochmal hier rauszappen. Ab. Ich sehe es nicht. Aber dem. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Fuck, jetzt habe ich mein. Oh, sorry. So, jetzt sind wir wieder da. Du warst 15, ja? Ich hab. Da habe ich. So wie ich da Spiele gespielt habe, ganz ehrlich. Hier, Schnickschnack nebenbei. Also, das hier. Was ist das hier? Der Schaden durch Waffenangriffe? Was ist das hier? Das brauchen wir nicht unbedingt. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren mal, wie viel ist denn das? Da oben blinkt das Ding die ganze Zeit, aber ich bin mir nicht sicher, dass überhaupt was passiert. Auf Messer ins Ohr zu halten. Bah, du Perverser, ey. Ich geh lieber weg. Alter Maul. Ich würde ganz gerne mal. Ich guck gerade nochmal hier. Gibt's hier was? Komm jetzt. Jetzt leuchtet das auch gelb und so. Das leuchtet jetzt nicht von der Stufe, sondern von dem Upgrade ab. Häng ich bei mir nicht schon mal? Oder verzweifelt versucht haben, da oben dran zu kommen, dann gerafft haben. Doch, wir haben es sogar geschafft. Stimmt. David, das da hätte ich gern noch. Das ist hundertprozentig irgendeine Art Enterhaken. Kommen wir noch dran später. Was gibt es hier? Ich kann es der Tiamat immer noch nicht verzeihen, dass sie unseren. Ich meine, der Greifer zwar vom Feinde was, aber ein schicker Greif und hat uns so. Der glühende Galgenturm. Hier gibt es definitiv einen Teil, das habe ich gesehen. Da würde ich tatsächlich gerade mal sagen, ich das eben schon vorhatte, dass wir mal ganz kurz einen Cut machen. Und entweder sehen wir uns dann. Ich muss gucken, ob ich jetzt noch eine Aufnahmepause mache oder nur eine Folgenpause. Aber entweder sehen wir uns sofort wieder oder in der nächsten Aufnahme, / nächsten Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich winke gerade, das könnt ihr nicht sehen. Tschüss. Herzlich willkommen zurück bei Darksiders.
ich habe mich einfach mal entschieden, noch eine Runde zu machen und ja, ich hatte ja schon Ende der letzten Folge gesagt, dass ich weiß, dass hier noch ein Abgrundteil ist. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wo. Deswegen. Ich weiß nur, es ist in der Galgenturm. Irgendwas von der Kreuzung aus zu der Galgenturm. Mehr habe ich nicht gelesen. Können wir... machen hier gerade mal alles weg. Okay. Wo ist denn die... Welche Kreuzung ist denn gemeint überhaupt? Welche Kreuzung gibt es denn hier überhaupt? Moment. Was sind das für Sounds? Das da... Kann man nicht auf die Karte einfach gucken? So, das ist der glühende Galgenturm. Ich würde gerne... Oh, guck mal hier. Gesamtspielzeit. 3 Stunden, 42 Minuten im Kampf. Zweimal nur... 1200 Liter Dämonenblut vergossen. Also, so Statistik mal zwischendurch kann ja auch nicht schaden. Auf jeden Fall... Ja, von den... Guck mal, von den 3 Stunden haben wir insgesamt 42 Minuten nur gekämpft. Der Galgenturm ist halt... Da stand irgendwas, also ich habe nur gelesen, in welchem Gebiet halt, und der Galgenturm. Da stand irgendwas von der Kreuzung aus zum Galgenturm. Da ist der gute, Samael. Aber wir müssen hier sowieso hin, dann geben wir ihm das gerade mal. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie gelitten hat? Nicht annähernd genug. Wundervoll. Der zweite Wächter, die Quälerin, nutzt die Tunnel unter diesem Ort. Aber zuerst stößt man auf ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Ultar, einer der Alten. Davon hast du vorher nichts gesagt. Änderst du bereits das Abkommen, Samael? Sei still, Abschaum. Ja. Ich mach mein Geschäft mit dem Reiter. Ultar ist kein Verbündeter des Zerstörers. Aber du wirst die Quälerin nicht finden, ohne dich dem Schwarzen Hammer zu stellen. Und das erfordert Kraft, die du nicht hast. Ha, noch nicht. Was zur Hölle glaubst du, was du da machst, Samael? Sag ihm, Beobachter, wie du die wahre Macht des Reiters unterdrückst, um ihn an der Leine des Rates zu halten. Krieg, vernichte diesen Parasiten. Schaut mich nur böse an, dann wird der Rat euch vernichten, euch beide. Ich werde beschützt. Hier jedoch nicht. Du bist Krieg, Reiter des Roten Rosses. Keine Marionette an den Fäden dieser armseligen Kreatur. Krieg, ich werde dich leiden lassen. Konzentriere deinen Zorn. Große Erregung erfasst dich und brennt darauf, auszubrechen. Du musst sie freilassen oder du bleibst eine Marionette. Du bist wiedergeboren. Was war das? Der Reiter ist gebrochen, aber es steckt noch viel Macht in ihm. Einen Moment lang sah ich einen, der sich allein gegen die Armee des Zerstörers stellen könnte. It's on, meine Freunde. Die Wut kocht hoch. Ja, Chaosgestalt. Lassen Sie Krieg vorübergehend seine Chaosgestalt annehmen, damit er seine Feinde dezimieren kann. Drücken Sie vor, um die Chaosgestalt zu entfesseln. Wir müssen jetzt, ein bisschen üben, oder was? Und da überkam es mich. Was ist denn das da hinten? Wisst ihr noch, wie wir gedacht haben, wir brauchen was zum Schießen, um da dran zu kommen, damit diese Säule zerstört wird und wieder hochlatschen können? Oh,
Aber da oben gibt es keine Kiste, oder? Warte mal, kann ich mal gucken hier? Ich würde gerne... Was? Nein. Hier hin? Gibt es keine Kiste. Vielleicht gibt es ein Artefakt. Ein gutes Artefakt, aber... Komm schon. Ich will ein gutes Artefakt haben. Ne, doch eine Kiste. Aber warum wird die nicht angezeigt? So viel dazu, würde ich sagen. Ja, sehr geil. Ich bin mal so frei, weißt du? Und guck mal hier. Teil 1 von 10, 2 von 10, das habe ich auch. 3 von 10. Okay. Ich konnte gerade nicht weggucken, deswegen habe ich jetzt gelesen, wie man denkt. Ich entschuldige mich, es ist aber wie gesagt echt nur, ich sag mal, es ist echt nur die Rüstung. Also alles andere werde ich auf keinen Fall nachgucken, nur das ist so ein Collectible und ich sag mal, Collectibles bin ich nicht so der Beste da drin. Deswegen, wir haben das ja schon hier und da schon mal gemacht und seht es einfach als eine Art Tutorial an, wie ihr die Dinge bekommt, weil wir definitiv alle holen werden. Von daher... seid ihr herzlich dazu eingeladen, hier nachzuschauen. Okay, wir müssen zu Vulgrim. Wir müssen da hinten lang, aber ich gehe als erstes mal zu Vulgrim, denn da müssen wir hin, wenn wir das dritte Teil haben wollen. Ja, wir machen das einfach. Darkseid ist normales LP, aber... was die Abgrundrüstung angeht, die ich selber noch nie gesammelt habe, ist natürlich jetzt so eine Sache. Das ist jetzt relativ fragwürdig, was wir hier tatsächlich machen, aber das sehe ich auch. Aber. Vulgrim-Position, das ist schön. Wir müssen da unten hin. Sei gegrüßt. Komm schon. Nice. Das war da, wo wir letztes Mal versucht haben, hier da runter zu springen und dann hier rüber. Da ist er. So, die Abgrundrüstung Teil 3 von 10. Das war doch 3 von 10. So, wo ist denn... Okay, sobald wir in den überschwemmten Pass kommen, ist 4 von 10 an der Reihe. Ich gucke jetzt auch nicht, wie man da dran kommt, sondern ich warte einfach mal ab. Wenn wir in den überschwemmten Pass kommen, weiß ich, oh, hier ist eine in der Nähe. Mal gucken, ob wir die finden. Alles absuchen, zerbrechbare Sachen, also Geschichten. Ich bin mal, es kommt ja jetzt bald der dritte Darksiders raus. Ich hoffe, das heißt bald, November, 27. glaube ich. Diese Folge hier müsste wann rauskommen? Ich mache das ja immer so weit im Voraus. Mitte August? Es ist jetzt Ende Juli, das heißt, die hier müsste Mitte August rauskommen. Ich verstehe. Einmal da und einmal da. Und der dritte Teil kommt dann im November. Bis dahin sollte der erste und der zweite Teil durch sein. Vielleicht können wir den dritten Teil dann direkt dranhängen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin unglaublich gespannt. Da werde ich auf jeden Fall nichts nachschauen. Genauso wenig wie beim zweiten Teil. Das ist jetzt mal eine Ausnahme. Und was ich eigentlich jetzt sagen wollte, und zwar... Es ist ja schon bekannt, dass man Zorn spielen wird, schon länger. Die dritte Reiterin, quasi mit der Peitsche, also die hat so ein Klingenschwert. Und das kann die so, da kann diese Glieder lösen, dann ist es wie so eine Peitsche mit so Messern dran. Warum wusste ich, dass es kommt? Und ich sag mal, ich wüsste sehr gerne, was die Zorn... oder Fury, wie sie halt im Originalen heißt, für eine Chaosgestalt hat. Weil ich weiß, der Tod hat eine. Ich weiß, er hier hat eine, haben wir schon gesehen. Das ist jetzt kein Geheimnis.
Fury. Wir nennen sie einfach mal Fury. Death, War und Fury. Und ich bin gespannt, weil... Ja, mal gucken, mal gucken. Was? Zur Hölle? Was zum Teufel? Home Run. Ja, nice. Ey, ist voll gestorben, ist blöd. Home Run. Sehr nice. Ich sag das oft sehr nice. Aber das sage ich halt auch eigentlich nur, wenn irgendwas halt sehr nice ist. Müssen wir oben lang. Nee, warte mal, von da kommen wir. Hier. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn bitte? Wer hat denn das gebaut hier? Ich meine, die Menschen... Das sieht ja uralt aus. Das ist ja antik hier fast schon. Entweder antik oder super... Wohl. Das könnte schon aus der Neuzeit, sag ich mal, stammen. Aber es ist irgendeine Art Windtunnel. Da kommen wir lang. Da gehe ich dann auch mal rein, nicht? Hey Leute, wie geht's denn euch? Ey, ich hab zuerst geschlagen, ja? Ich seh nix. Wo? Oh, ich hätte gern... So. Was ist denn das hier für eine... Jetzt kommen da Blitze raus, genau. Was ist das? Okay, ich schätze mal, wir müssen dort rein. Da sehe ich schon da hinten die Typen anlaufen. Ich halte mich bereit. Nein. So. Ich brauche mehr Leben. Ich kriege irgendwie so wenig Leben dadurch. Du kleiner Penner, ey. Hallo? Jetzt. Bekommen wir überhaupt Leben? Nein. Sehr gut. Dann bin ich doch mal wieder voll dabei. Was macht er jetzt? Hey, was zu? Bitte was? Was zur Hölle? Okay, ich glaube, er will's nicht anders. Ja, danke, wir haben es kapiert. Jetzt geht's los. Das gefällt mir schon irgendwie. Also, zur Not haben wir noch diesen Zornkristall, falls ihr euch erinnert. Ich kann den gerade mal hier einschnibbeln. Einen Moment. Hier lege ich den mal hin. Falls wir den nämlich hier gebrauchen sollten, können wir unseren Zorn ganz easy wieder auffüllen. Überschwemmter Pass, hier gibt es definitiv ein Rüstungsteil. Ich weiß nicht wo, wir werden es herausfinden. Mal vorstellen, hier unten. Ich springe jetzt einfach mal dahin, weil irgendwas gibt es hier. Ja. Bei Schwimmen. Was ist das denn?